Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Modvorstellung hier auf Corner. Wir schauen jetzt den BMW Z4 M40i an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Susi Modding Team. Gibt es nur für PC und Mac, findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und dann Susi Modding. Tjo, hier ist das gute Stück, BMW Z4 M40i. Diesmal ein normales Fahrzeug, kein Blaulichtwagen etc. 421 PS Leistung, 400 Liter Benzin, was ein little bit zu viel ist, sowie 60 Liter AdBlue bei 255 km/h. Maximale Fahrtgeschwindigkeit für 83.596 in der Anschaffung, 4.263 im Leasing. Es gibt keine Config-Blöcke. Wenn ihr alle Funktionen nutzen wollt, braucht ihr den Simple IC Mod. Tja, hier haben wir das gute Stück. Ihr seht schon, Simple IC möchte uns hier schon etwas anzeigen. Gehen wir aber später drauf ein. Tja. Felgen mit BMW-Logo, kennt man ja mittlerweile soweit, soweit so klar. Wir haben stinknormale Straßenbereifung hier mit drauf, obwohl die Räder hier einen Tick dünner sind. Man sieht allerdings, wenn das Fahrzeug richtig eingeschlagen ist, glitschen die Reifen hier einmal unten mit rein. Da ist das Ganze nämlich hier so zu. Ne? Also das ist ein bisschen zu nah dran, das ist so ein kleiner Schönheitsfehler. Dann M-Sport, das Logo kennt man ja vorne, BMW-Logo, KS, JS. 920 in dem Falle hier mit dabei. Ansonsten nur die spitze Schnauze nach vorne, wie man es halt beim BMW Z-Reihe so kennt. Motorhaube, dann hier oben ein Dach, ist ja so ein halbes Cabriolet, könnte man sagen, könnte man dann auch wieder aufmachen. Jo, dann haben wir einmal hier auf der gegenüberliegenden Seite das gleiche in grün, hinten im Heckbereich nochmal BMW Z4 M40i, Bremslichter, Rückwärtsleuchten, die zwei Endrohre mit dabei und nochmal Kennzeichen, ne, alles soweit, so klar. Sieht im Außenbereich jetzt nicht verkehrt aus, ist eigentlich soweit in Ordnung. Der Innenbereich kommt ein bisschen, ein bisschen detailmau mit daher, also Ansichtssache, aber ja. Wir haben Lenkrad, das lässt sich erstmal bewegen, das bubbelt und nicht so hin und her, das ist schön. Wir haben links, rechts Spiegel inklusive Infospiegel, die sind soweit in ihrer Form auch mit dabei. Vorne haben wir dann das Dashboard, das ist alles hier auf digitaler Basis mit dazu gesehen, ihr seht, ja, kommen wir dann später mit dazu, deswegen da nicht wundern, ja. Ne, Automatik, versteht sich, ne, etc. Dann hier Klimaautomatik und Co. Ne, wir haben oben dann das geschlossene Dach, ist ein Zweisitzer. Ne. Mehr ist es dann im Endeffekt auch nicht. Es geht aber eigentlich soweit ganz klar. Ne, man könnte zwar denken, ja, okay, vielleicht, aber prinzipiell, wir haben einen Innenraum, da muss man auch immer sehr zufrieden sein damit, ne, das haben viele mittlerweile auch nicht mehr, aber ja, prinzipiell ist das soweit auch okay. Deswegen, Texturen gehen eigentlich soweit klar, bis auf, wie gesagt, Kleinigkeiten. So, hören wir uns mal den Sound an, würde ich sagen. Ja, können wir in dem Sinne kurz halten, den Sound kennen wir ja, ne? Ich meine, gut, ist ein bisschen sportlicher angelegt, ein bisschen aggressiver, hat natürlich nichts mit dem Original zu tun, sollte auch soweit klar sein, nicht zu laut, nicht zu leise, es ist okay, besser so als, als einen schlechten Sound, ne? Weil das macht dann ja auch das ganze Fahren/Spielen kaputt. So, kommen wir mal zum Thema Funktionalität, wie gesagt, hier vorne habt ihr alles auf dieser digitalen Basis, also Klimaautomatik, ihr habt das Navigationsgerät oder M-Drive, wie das dann mittlerweile ist. Habt ihr hier vorne dann dementsprechend einmal die Umdrehung und einmal die kmh. Die Umdrehung sind nicht animiert, die kmh sind hier auf digitaler Basis damit dabei. Die sind soweit auch mit den LS-Taro synchronisiert. Blinker und Co. werden vorne mit angezeigt, ob nur Warnblinker links oder rechts. Beim Warnblinker haben wir noch in der Mitte das Warnblinker-Symbol, was da auch noch mit rumblinkt. Ansonsten beide Hände sind am Lenkrad, das ist schön. Und die Beinchen werden auch mitbewegt. Spiegel funktionieren soweit ohne Probleme. Das ist soweit auch vollkommen in Ordnung. Nicht vom Lock abschrecken lassen, kommen wir gleich dazu. Wir haben Tagfahrlicht, ne, das ist halt, stinkt normal an. Blinker sind im Außenbereich mit vorhanden. Einmal vorne, einmal in den Spiegeln, einmal hinten, reflektieren soweit auch. Rückwärtsleuchten haben wir mit dabei, schick schön. Ansonsten normales Fahrtlicht.
dann aufblendlich, beziehungsweise zwei Stufen vom Aufblendlich, wie man sagen könnte. Ihr könntet eigentlich auch so fahren, könntet dann aber auch so und macht dann halt mit einem Numpad 5 das Aufblendlicht noch separat mit dazu. Ihr seht das Ganze, wir haben da aber auch noch separate Leuchten mit dabei, also das sind auch alles eigene Lichtquellen, dass es da auch hier keine Probleme gibt. Ne, ihr seht das da unten, da oben und das ist halt das Normale. Ja, Bremsleuchten haben wir hier, Kennzeichenbeleuchtung haben wir auch noch mit dabei, schick schön. Hupe. Ja, soweit so normal. So, gehen wir mal wieder in den Tag rein, schauen wir mal hier, mit Maustasten kann man nichts machen, aber wir haben hier Simple IC. Da können wir halt die Fahrertür öffnen bzw. schließen, das Ganze gilt auch noch für die Beifahrertür. Das Dach oben geht zwar in der Realität logischerweise mit runter, in dem Falle jetzt hier nicht, weil bis auf die Tür auf und Tür zu steht uns hier nichts weiter zur Verfügung. Wenn wir das hier vorne uns anschauen, seht ihr auch hier, Motorhaube ist nicht, hinten den Kofferraum können wir noch öffnen. Ja. Ja, viel Stauraum ist da nicht, aber das ist ja bei den Karren mittlerweile auch normal. Ja, aber Dach, wie gesagt, könnt ihr nicht öffnen. Ne? Das ist halt geschlossen. So, Thema Fahrphysik bzw. Höchstgeschwindigkeit. 255 km/h an sich ja, braucht ihr aber auch eine ganz weite gerade Ausstrecke, dass ihr darauf kommt. Ansonsten ist die Beschleunigung eigentlich sehr angenehm, sodass LS damit auch nicht überfordert ist. Ihr wisst ja, wie es ist. Thema Bremsen ist so eine Sache, ihr habt es gerade eben schon beim Sound gehört. Ich gehe jetzt mal auf die Eisen. Ne, also es dauert ein bisschen, bis der zum Bremsen kommt und wenn man sich jetzt nicht bewegen würde, beziehungsweise nicht einlenken würde, sieht man halt, wie hinten an die Räder halt blockieren, ne, und er ein bisschen braucht. Aber prinzipiell seht ihr hier, ne, es ist okay. Man hat auch wieder diesen Anruckler zwischen rückwärts und vorwärts, aber es wird so, wie das aussieht, bestmöglich versucht, dieses Problem oder diesen Fehler zu umgehen, den man da hat. Es ist okay. Ne? Bestimmt noch nicht 100% optimal, aber es ist durchaus mehr fahrbar. Ne? Also es ist machbar. Also mehr als machbar. Ich weiß nicht, was die nächste Stufe davon ist. Es ist aber noch nicht optimal, aber es ist gut. Ich glaube, so lässt sich es am besten beschreiben. Ja, dann kommen wir aber noch zum Lok und da gibt es noch ein paar Problemchen. Wir haben nämlich insgesamt 4 Aeros drin, dass hier irgendwas mit Brand DDS nicht geladen werden kann. Dann haben wir 3D Stereo-Files in Okigi, to Mono, da haut irgendwas nicht hin. Ansonsten multipliziert sich das halt einfach nur, weil ich zweimal das Fahrzeug im Shop aufgemacht habe. Also das kommt immer wieder, wenn man den Shop aufmacht. Und wir haben hier unten noch einen Error, Not Deep Map Available, hast du nicht gesehen. Haben wir also am Ende des Tages 4 Errors, 2 Warnings und 5 Errors. 5 Errors und 2 Warnings in dem Sinne mit drin. Das könnte man noch fixen. Ebenso ist die Downloadgröße von, ich glaube, 80 MB, wenn mich nicht alles durch, 70, 80 MB, sowas in der Dreh rum, ein little bit zu hoch. Das könnte man, wenn es geht, auch noch weiter optimieren. So, wer allerdings ein Autofreund ist und sagt, ach, die Fehler, die kann ich ja selber fixen, der findet wie immer den Download-Link inklusive die Bewertung in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein, tschüssi, Gowski!